Es wird oft gesagt, dass die Ernährung die Evolutionsstufen des Menschen bestimmt. In Wirklichkeit aber bestimmt die Ernährung die Energie des Menschen und nicht seine Evolutionsstufe. Yoga Om. Yoga auf erwachsene Art. Seid gegrüßt hier auf dem Kanal Yoga Om. Mein Name ist Nikita Arndt. Wir finden uns hier gerade bei dem Format Frag Yoga Om wieder. Und heute soll es mal um das Essen gehen oder um die Ernährung. Denn wir haben eine Frage bekommen, wie wir uns persönlich ernähren. Ja, wie sich der Verein Yoga Om oder die Yoga-Lehrer, sage ich mal, ernähren. Und in der Frage heißt es vegan, vollwertig, frisch oder sogar Rohkost, schätze ich mal. Nun muss man erst einmal sagen oder ein Statement gleich am Anfang ablegen, dass es wird oft gesagt, dass die Ernährung die Evolutionsstufen des Menschen bestimmt. In Wirklichkeit aber bestimmt die Ernährung die Energie des Menschen und nicht seine Evolutionsstufe. Das heißt, wenn sich jetzt jemand von Fleisch ernährt, ist er nicht automatisch degradiert oder schlecht. Ebenso ist jemand nicht gleich gut oder weit entwickelt, wenn er sich vegan, vegetarisch, rohköstlich oder nur von Wasser oder von Prana ernährt. Deswegen heißt es nicht, dass er gleich weiterentwickelt ist. Das ist erstmal Punkt Nummer 1, das wir festhalten. Den zweiten Punkt, den wir hier reinbringen müssen, ist, dass Lebensmittel nach der Yoga-Philosophie in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Es gibt Tamas, Unwissenheit, Rajas, Rage oder Aktivität und Sattva, Güte und Harmonie. Und nach diesen drei Kategorien wird Essen eingeteilt. Und wenn wir uns jetzt fragen, oder wenn man uns jetzt fragt, wie wir uns ernähren, wir haben Yoga zur Absicht, wir haben Selbstentwicklung zur Absicht. Das bedeutet auch, dass wir die Lebensmittel nehmen, die in den alten Schriften für Yogis empfohlen werden. Und das sind Lebensmittel, die vorwiegendermaßen in der Kategorie Sattva aufgezählt sind. Sattva wird aus dem Sanskrit wie Sat oder Licht übersetzt, also das, was Licht oder, um das für uns verständlicher darzustellen, das, was Leben mittelt, weil Licht gleich Leben. Ohne die Sonne könnten die Pflanzen nicht wachsen. Und ihr merkt ja auch in der Nahrungsindustrie oder in Supermärkten, manchmal ist die Rede von Lebensmittel und manchmal von Nahrungsmittel. Und jetzt fragt euch mal persönlich, esse ich etwas, was Leben mittelt, also Lebensmittel, oder esse ich das, was einfach nur Nahrung ist, was mich nährt, mit anderen Worten Stopfmittel oder Füllmittel. Da gab es übrigens auch so ein interessantes Statement, denn vorher, jetzt ihr kennt ja alle Edeka, und vorher haben sie mit dem Slogan geworben, wir lieben Nahrungsmittel. Und erst als es ein paar Fragen dazu gab, ja, was ist denn Nahrungsmittel und gesund, ist das überhaupt frisch und was auch immer, dann wurde der Slogan in wir lieben Lebensmittel umgewandelt. Also sie verkaufen dieselben Produkte, ich will nicht sagen Schrott, aber sie verkaufen dieselben Produkte, irgendwelche verarbeiteten Produkte wie vorher, nur nennen sie das Lebensmittel. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und Lebensmittel ist das, was Leben mittelt, Sattva, was in der Sattva-Kategorie ausgehend von der Yoga-Philosophie festgehalten wird. Nahrungsmittel, das gehört eher zu der Kategorie Rajas und Tamas, zu den beiden anderen nämlich. Und wenn wir jetzt eine grobe Kategorie ziehen, dann kann man sagen, Sattva ist das, was frisch ist, unverarbeitet, was man direkt irgendwie pflücken kann, vom Baum oder so, das, was Energie enthält. Ja, oder das sind auch Dinge, die nicht über 40 Grad gekocht wurden, also eigentlich rohköstlich, oder wenn es gekocht wurde, wenn es innerhalb von 2 bis 3 Stunden verzehrt wurde. Ja. Denn zum Beispiel solche Kategorien wie gekochter Reis wird oft in den Yoga-Schriften als ein Sattva-Lebensmittel aufgezählt, denn sie haben das gekocht und gleich unmittelbar danach verzehrt. Dann gehen vielleicht einige Stoffe oder Vitamine verloren, aber das Prana, diese Lichtenergie, die geht nicht verloren. Und es geht einem Yogi oder jemandem, der sich weiterentwickeln will, darum, dass er diese Lichtnahrung zu sich nimmt, diese Lichtenergie. Und die ist eben in Lebensmittel drin. Und das ist auch zu der Ernährungsweise, zu der wir tendieren.
Nun, es ist nicht ganz rohköstlich, denn Rohkost ist zwar von Natur aus, also wenn wir jetzt uns überlegen, wir wären Menschen, die einfach nur in der Natur leben, es gibt keine Zivilisation, keine Entwicklung, keine Kultur, keine Gesellschaft, kein Leistungsdruck und auch kein Drang zur Selbstentwicklung, dann, und wenn man uns jetzt als Tiere wahrnehmen würde, die Menschen, in so einer hypothetischen Welt wäre Rohkost genau die beste Nahrung, ja? Weil, ihr müsst euch überlegen, der Mensch geht, hat auf einmal Hunger und er will was essen, braucht schnell Energie, schnelle Energie. Und wo ist es am einfachsten, das Essen zu bekommen? Sich runterzubücken, mal irgendeine Beere aufzusammeln oder irgendein Blatt zu nehmen. Oder an einen Baum zu gehen, sich einen Apfel zu pflücken. Ja? Das ist am einfachsten. Die Natur macht alles schon für die Menschen. Ja? Viel schwieriger wäre es zum Beispiel für die Menschen hinzugehen und ein Tier zu jagen. Ja? Er muss dem die ganze Zeit hinterherlaufen, er muss sich einen Speer vorbereiten, was auch immer, denn er würde es nicht einholen, er würde es nicht mit seinen Krallen zerreißen können, mit seinen Zähnen zerbeißen, denn er muss ein Messer haben, um das alles zu verarbeiten. Bis er das alles geschafft hat, vergeht Jahre oder eine lange Zeit, Jahre vielleicht nicht, aber eine lange Zeit vergeht, bis er sich überhaupt erstmal gesammelt hat und das Fleisch sich dann irgendwie zubereitet hat und da muss er es auch noch kochen, weil wenn das roh ist, besteht die Gefahr von Parasiten und so weiter und so weiter. Das hat man eben nicht, wenn man Dinge aus dem Wald oder direkt eigentlich vor seiner eigenen Nase pflückt, isst, ja, und dann ist gut. Also das ist so eine hypothetisch gedachte Welt, ja, wo wir jetzt diese ganze Gesellschaft, die um uns herum ist, nicht haben. Und da wäre Rohkost tatsächlich die beste Ernährungsform und ist auch von der Biochemie die beste Form. Nun sind wir in der Gesellschaft. Wir haben zum Beispiel lange Winter hier im Norden. Wir müssen uns von Dingen ernähren oder wir müssen Dinge einlagern, wir müssen Dinge kochen. Allein schon im Winter macht man das, um sich irgendwie mehr oder weniger aufzuwärmen. Oder man hat dann angefangen auch warme Brühen oder später dann Tee genannt. Hat man einfach dieselben Kräuter, die man früher in kaltes Wasser eingelagert hat, um die Vitamine rauszuziehen, hat man dann angefangen warm zu trinken und hat das dann später Tee genannt. Oder man hat durch den andrängenden Bakterien, Seuchen, Viren, Einfall, hat man angefangen, das Essen zu kochen, um diese Bakterien abzusterben. Und egal, ob das jetzt Fleisch ist oder irgendwelche Gemüse, man hat angefangen zu kochen. Zum Beispiel in Indien heutzutage wird empfohlen, nur gekochte Dinge zu essen, weil so viele Bakterien da sind, dass man sich von rohköstlichen Sachen einfach vergiften könnte. So, dieser Einflussfaktor und weitere Einflussfaktor, Gesellschaft, ja, Schnelllebigkeit, das muss alles schnell gehen, man muss schnell satt werden oder man ist die ganze Zeit irgendeinem Druck unterlegen. Man isst jetzt einen Apfel, man ist vielleicht für eine Stunde satt geworden, aber man möchte ja für die restliche Zeit irgendwie satt werden. Und da haben sich die Menschen auch so einen Kompromiss überlegt, weil ihr wisst ja selber, dass Rohkostnahrung schneller verdaut wird als gekochte Nahrung. Gekochte Nahrung liegt unabhängig davon, was in irgendwelchen Büchern drinsteht oder in irgendwelchen Studien, gekochte Nahrung, weil es verarbeitet wurde, liegt 8 Stunden, bis zu 8 Stunden im Magen. Ja? Wenn ihr, jetzt kommt jemand und sagt, ach, dann würde ich aber den Druck spüren, das muss gar nicht sein, denn der Magen ist ein Organ. Ja? Und wenn ihr weniger isst, dann wird das einfach in der unteren Magenhälfte gelagert. In der oberen spürt ihr natürlich nichts, alles gut, mein Bauch ist leer, aber im Magen ist tatsächlich noch was drin. Es sei denn, ihr ernährt euch von einem ganz kleinen Teller, ja, so eine Untertasse, davon würdet ihr euch ernähren, da würde das Essen vielleicht in 2-3 Stunden schon weg sein. Aber gekochte Nahrung ist 8 Stunden im Magen. Und jetzt überlegt euch, diese Nahrung, die dann so lange drin liegt, gibt dem Menschen so ein Sättigungsgefühl. Ja? Und er muss nicht ständig an das Essen denken. Das ist auch ein Faktor, den die Menschen dazu geführt hat, überhaupt gekochte Dinge zu essen. Weitere Faktoren, natürlich kultureller Einfluss, Tradition. Man hat dann alle möglichen Speisen mit gekochten Dingen entwickelt und so weiter. Aber das ist gar nicht der allerwichtigste Faktor, denn darauf könnte man ja immer verzichten, wenn man wollte. So, das sind so die groben Einflussfaktoren, die den Menschen dazu geführt haben, gekochte Dinge zu essen. Ja?
und auch in der modernen Gesellschaft. Man muss eine goldene Mitte finden. Ihr müsst euch mal überlegen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Selbstentwicklung macht oder Yoga und ihr ernährt euch, sage ich mal, vegetarisch. Ja? Vegetarisch ist heutzutage kein wilder Trend oder kein unbekannter Trend, denn es sind 10% der deutschen Bevölkerung Vegetarier in allen Altersklassen und in allen Geschlechtsklassen. Somit wird das ganz normal von der Gesellschaft gesehen. Vegan teilweise auch schon, ja. Da gibt es vielleicht 2, 3 Kritikpunkte, die Gesellschaft an euch stellen würde, aber vegan wird trotzdem nicht verurteilt. Rohkost würde noch irgendwie radikaler begrüßt werden. Und aus meiner eigenen Rohkostphase weiß ich auch, dass ich habe nämlich selber ein halbes Jahr mich rohköstlich ernährt und im Endeffekt, ja, das war eine geile Erfahrung, ne? Also du isst, ja, und dann nach 2, 3 Stunden ist alles verdaut. Du fühlst dich leer, du bist frei, ja, also du hast automatisch wenig bis gar kein Körperfett, weil du im Endeffekt, du nimmst nur Wasser, Zellulose und Kohlenhydrate zu dir. Und Kohlenhydrate ist, oder eine kohlenhydratreiche Ernährung ist das, was eigentlich zum Abnehmen auch gedacht ist und förderlich ist. Und du fühlst dich halt relativ frei. Aber das Problem bei Rohkost ist, in einer Gesellschaft, in der wir leben, ist, dass du durch diese ganzen Experimente, dein Körper reinigt sich. Das ist selbstverständlich. Du ernährst dich von gesünderen Sachen. Und Rohkost ist wie eine total Reinigung, sagen wir mal so. Der Körper reinigt alles und automatisch die Zungenrezeptoren, die Nasenrezeptoren, die Gefühlsrezeptoren, alles wird sensibler. Und du fängst an, mehr Dinge wahrzunehmen, mehr Dinge zu riechen, zu schmecken, zu spüren und so weiter. Und das kann manchmal auch zu einem richtigen Problem werden. Denn du fängst an, nicht nur Geschmäcker feiner zu fühlen oder Gerüche über mehrere hunderte von Metern, sondern du fängst an, auch sensibler zu werden in der Gesellschaft. Du nimmst viel mehr wahr. Und wenn du jetzt, oder nehmen wir mal ein Beispiel Geruch, du gehst in die Stadt raus und in eine große Stadt und da fährt ein Auto vorbei, kommt Auspuff, kommen diese Gase raus. Und für dich ist das 10-mal so schlimm, weil du gereinigt bist, du hast ja diese reinen Rezeptoren, als für einen anderen Menschen, der sich ganz normal oder vielleicht sogar auch vegetarisch oder vegan ernährt. Er würde das gar nicht merken. Das ist der Nachteil von Rohkost. Also du bist sehr gereinigt und gleichzeitig hast du mehr Platz in deinem Körper, um wieder Gift in dich einzunehmen. Das ist eben so der Nachteil von Rohkost. Wenn wir jetzt, wie ich vorhin in der hypothetischen Welt erwähnt habe, wenn wir jetzt in einer sehr reinen Welt leben würden, oder wenn jetzt jemand von euch an der Natur lebt, Vögel singen, Sonne geht auf, keine Autos weit und breit, ja, da wäre Rohkost tatsächlich die beste Arbeitsform. Aber um in der Gesellschaft zu leben und zu überleben, ist Rohkost sehr schwierig umzusetzen. Und wenn wir jetzt bei der Yoga-Praxis sind, also die alten Schriften sagen ungefähr dieselbe Meinung, die ich euch jetzt versuche aus meiner Sicht zu präsentieren. Die alten Schriften nämlich berichten darüber, dass wenn Menschen außerhalb der Gesellschaft, der vedischen Gesellschaft damals, in Askese gehen, sie ziehen sich im Wald zurück. Im Wald, okay, man kann sich ein Feuer verbreiten, man kann sich das Essen kochen, aber viel zu viel Umstand. Ja, man muss überleben, man muss Yoga praktizieren, das ist keine Zeit, um Essen zu kochen. Das heißt, wie haben sich Asketen ernährt? In den Schriften Mahabharata, Ramayana, Puranas steht drin, die Yogis oder die Asketen gehen hin, nehmen sich Wurzeln und Früchte und essen das roh. Trinken Wasser, sonst nichts. Es gibt kein gekochtes, kein gar nichts. In seltenen Ausnahmen gibt es, wenn Krieger sich als Asketen zurückziehen, dann ernähren sie sich manchmal von Fleisch. Aber das ist eher die Ausnahme, denn in der Regel, wenn es um Brahmanen und um Yogis geht, ernähren sich die meisten von Rohkost. Und hier sehen wir auch wieder, dass Rohkost sehr förderlich ist, auch für die Praxis, für die Askese. Ja? Aber sobald dieselben Asketen zurück in die Gesellschaft kommen und mit der Gesellschaft interagieren, fangen sie wieder an, gekochte Dinge zu essen. Und das war für mich der Ausschlagpunkt,
um zu erkennen, Rohkost ist wunderbar, super als Reinigungstechnik, als Mittel, um in der Praxis weiterzukommen, um feinfühliger zu werden, also auch um feinstoffliche Dinge zu spüren, die im Yoga auftauchen können. Und also es stellt auf allen Ebenen den Körper, den Geist wieder her, um das alles zusammenzufassen. Aber man muss sagen, eine dauerhafte Ernährungsform ist das doch nicht, sowohl aus meiner Sicht als auch aus Sicht der Veden, denn die genannten Gründe sind oben schon erwähnt worden. Und wenn wir nochmal zu der anfänglichen Frage zurückkehren, wie wir ernähren uns vor oder größtenteils vegan. Eigentlich alle Yogis, die mir bekannt sind, hier in Deutschland, mit denen ich Kontakt habe oder mit denen wir auch zusammen interagieren, die meisten ernähren sich größtenteils vegan. Also ich würde sagen, 80-90% ernähren sich vegan und 10-20% ernähren sich vegetarisch, achten oder versuchen da irgendwelche Bio-Milch oder Bio-Käse zu bekommen. Weil da kommen wir nämlich auch in so einen Bereich rein, denn im Yoga ist die Meinung auch zwiegespalten. Denn einige Yoga-Schriften, die betonen sehr stark die Wichtigkeit des Milchkonsums, und die stellen sogar Kühe über andere Wesen. Zum Beispiel in Mahabharata gibt es eine Stelle, wo, ihr müsst euch mal vorstellen, es gibt eine Welt, in der nur Kühe leben. Und laut Mahabharata ist diese Welt sogar über unserer Welt. Also wenn man als Kuh wiedergeboren wird auf diese Welt, ist man besser dran, als wenn man als Mensch hierhin geboren wird. So, und solche Meinungen haben sich dann die Leute eingeholt, ja, dass sie sich dann von Milch ernähren und in den Wehen steht das drin und so weiter. Aber, wie ich vorhin erwähnt habe, die Asketen, die in den Wald gehen, die können keine Kuh halten, die haben keine Zeit für sowas. Die ernähren sich dann eben nur von pflanzlichen Dingen. Und dieser Gedanke kombiniert mit der Gesellschaft ergibt eben vegan. Und die meisten, die ich kenne, die ernähren sich nur mal vegan. Und Milch ist auch so ein sehr schwieriges Thema, langes Thema. Wenn ihr wollt, machen wir gerne dazu noch ein Video. Sollte man das essen, sollte man das nicht essen? Wo liegen die Vorteile? Was sagen die Wehen dazu? Wenn ihr dazu Fragen habt oder wollt, dass wir darüber berichten, schreibt es in die Kommentare. Wir machen gerne dazu auch ein Video. Das würde hier den Rahmen jetzt sprengen im Video. Aber damit ihr Bescheid wisst, wir empfehlen auch selber vegan und vor allem bewusste Ernährung. Ja? Es geht darum zu schauen, was esse ich. Am besten ist, dass man alles, was man vorher isst, kauft man sich und bereitet es. Dann weiß man wenigstens, was ich reingemacht habe. Ob das jetzt gespritzt ist oder nicht oder was auch immer. Es gab mal so eine Analogie, wenn ein Mensch, der sich von Fleisch ernährt, Parasiten ansammelt und Eiter im Gift, da das Fleisch ja nur zu 70% überhaupt verdaut wird und die restlichen 30% einfach nur entweder abgelagert oder ausgeschieden werden. Dazu hat übrigens auch, haben wir einen Vortrag übersetzt von Marva Vagarshakovna Aganyan. Heißt Schäden des Fleischkonsums aus Sicht der Biochemie. Könnt ihr eingeben bei YouTube, da werdet ihr es finden. Ich werde das Video hier auch nochmal verlinken. Wunderbarer Vortrag hat sie erzählt, warum Fleisch nicht so geeignet ist für die Ernährung. Und ihr müsst euch mal überlegen, wenn euer Körper diese Fleisch vertragen hat eine Zeit lang, und ich gehe davon aus, 99% von den Menschen, die das Video schauen, haben sich schon mal vom Fleisch ernährt. Wenn er das bewältigen konnte, dann kann er auch 2-3 Glyphosate oder 2-3 Dinge auch vertragen. Ne? Denn da kommen wir dann auch zu einem Thema, was ist Gift? Kann ich komplett giftreine Nahrung essen? Das ist wie die Sache mit dem Putzen zu Hause zum Beispiel. Ja? Ihr habt geputzt, ihr habt gewischt, Staub weggemacht und nach einer Woche ist wieder Dreck da. Das ist eine Eigenschaft von unserer Welt. Es steht sogar in den Schriften, dass unsere Welt unvollkommen ist. Ich denke mal, das habt ihr durch euer Leben auch mitbekommen.
Und genauso wie ihr euren Körper nicht hundertprozentig gesund machen könnt oder stabil, steril, wie auch immer machen könnt, genauso könnt ihr auch nicht die perfekte Ernährung finden, die irgendwie giftfrei und so weiter ist. Ja? Diese Welt ist einfach nicht dafür gedacht. Diese Welt ist gedacht, um sich weiterzuentwickeln, um sich selbst zu entwickeln, aber nicht um hundertprozentig gesund zu leben. Das ist nicht diese Welt. Ja? Man kann maximal bewusst rangehen, das, was man weiß, das kann man umsetzen. Und was ich meinte mit Lebensmittel kaufen und das Ganze sich zubereiten, man kann sich eine Fertigsuppe kaufen oder man kann sich diese Suppe selber machen. Und dann sieht man, was man reingemacht hat. Das ist der Unterschied. Zu dem Thema Ernährung und Nahrung und was man essen sollte, was man nicht essen sollte, haben wir auch schon eine ganze Menge Videos übersetzt und gemacht. Es wird später auch im Anschluss eine Playlist verlinkt werden, da könnt ihr dann nochmal darauf zugreifen, darauf schauen. Über Brot gibt es einiges auch zu erzählen, dann über andere Lebensmittel. Teilt das Video, wenn euch das gefallen hat, mit euren Freunden. Stellt einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr von solchen Videos haben wollt. Und abonniert den Kanal mit der Glocke, damit ihr unsere neuesten Videos immer bekommt. Wir werden in Zukunft weitere Videos rausbringen, weitere Fragen von euch beantworten. Stellt fleißig die rein in die Kommentare. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Oh.